Hey, hallo Limon, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Wasteland. Und in der letzten Folge haben wir dieses wunderschöne Haus endlich fertiggestellt. Es ist komplett, die Jungs haben, was sie wollen. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, ich sag's direkt am Anfang der Folge, das ist die letzte Folge Wasteland. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wieso denn? Weil ich eigentlich gar nichts mehr zu tun habe hier. Ich hatte mich ja so ein bisschen um ArcGridCraft hier auf dem Server gekümmert. Ja, die Jungs haben ja dann, als ich im Urlaub war, hier selber ihre Sachen gezüchtet. Was halt auch gut war. Und, ansonsten wüsste tatsächlich jetzt nicht, was ich noch machen soll. Und, das Projekt ist sowieso in den letzten Zügen, wegen dem Finale auf jeden Fall bei Better Not Games, Holika und Bobsau vorbeigucken. Die sind da im Finale involviert und das kommt bald. Deswegen da auf jeden Fall die Augen offen halten. Und ich weiß inzwischen auch, wo diese komische Musik herkommt. Bobsau hat irgendwo in Shiros Vorgarten hier irgendwie so eine Box, so eine Jukebox quasi versteckt und findet sie selber nicht mehr. Das heißt, er wollte die tatsächlich wieder rausholen, weil uns das so genervt hat. Aber er findet sie auch nicht mehr. Gut. Das ist ein bisschen blöd, aber passt auf jeden Fall. So, die Schokobos sind hier noch. An dem Server soweit hat sich inzwischen nichts mehr verändert. Die Jungs sind da in ihrem Soundcraft drin und im Finale. Ich zeige euch das mal hier hinten. Wird nämlich was gebaut, habe ich gesehen. Hier hinten ist irgendwas im Ader. Autschi. So. Wir müssen ja hier rausfliegen. Okay. Genau, hier hinten wird irgendwas gebaut. Okay. Ne, also hier wird was gebaut. Hier wird was gebaut. Ihr seht, das Finale ist im Bau quasi. Deswegen auf jeden Fall, wie gesagt, bei den anderen da vorbeischauen. Und ansonsten, oh Gott, ich muss niesen, hat sich soweit nichts verändert. Olli ist auch schon raus aus dem Projekt. Da ist weiter, das weitergemacht, das ist weitergemacht. Gut, dann würde ich sagen, wir packen unsere Giraffe ins... Na, hier wird sie nass. Ich packe sie ins Haus, glaube ich. Im Vorgarten ist sie zu unsicher. Komm, wir packen unser Giraffchen auf jeden Fall sicher hier ins Haus, bevor wir vom Server gehen. So, Giraffchen darf hier oben bleiben im Häuschen. Und dann würde ich sagen, war es das auch mit der Folge. Weil es lohnt nicht, irgendwie noch was anzufangen. Und ich hatte auf Twitter ja schon bekannt gegeben, dass es diese Woche die letzte Folge wird. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, was passiert mit dem Sendeplatz. Unity wird dafür täglich jetzt kommen, anstatt nur dreimal die Woche. Heißt, anstatt dreimal kommt es siebenmal, weil ich einfach bei Unity momentan so viel streame, dass ich bei YouTube immer total die Spannweite habe mit nur drei Folgen, weil ich immer sonntags Unity vorproduziere und dann die ganze Woche streame. Und wenn ich dann im nächsten Sonntag aufnehme, habe ich dann so eine extreme Spanne da drin, dass ich in den Folgen meistens immer nur noch erzähle, okay, das habe ich im Stream gemacht, das habe ich im Stream gemacht, das habe ich im Stream gemacht, um einfach ein Update für die YouTube-Zuschauer zu haben. Und da ist es besser, dass ich mir überlegt habe, okay, dann streame ich so ganz normal Unity weiter. Das Wasteland geht jetzt eh langsam zu Ende und dann erweitere ich die Unity von 3 auf 7 Mal die Woche. Und genau, da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein. Danke nochmal, falls Flu das sieht, für den guten Support hier auf dem Server. Der hat sich Mühe mit dem Modpack gegeben, hat sich Mühe mit der Story, glaube ich, auch sogar ein bisschen gegeben. Auch an die Storymacher Sahel und die anderen beiden im Hintergrund, Maxi und wer waren das noch? Noch jemand, der hier fleißig mitgearbeitet hat, der den Professor hier immer gespielt hat. Vielen lieben Dank daran. Hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht bei dem Projekt. Und ich würde sagen, wir sehen uns bis dann und auf Wiedersehen. Tschüss.